Ja, ja, Okay. Video kommt jetzt von uns. Die Nigger machen jetzt die Welle fertig. Motherfucker, was willst du von mir, Nigger? Wir boxen dir in die Fresse und fertig. Fertig. Wir kommen mit Bars, wir kommen mit Lines, wir kommen wie Stars. Ha. Wir ficken die 14, wir ficken die Bitches, wir kommen mit Cars. Wow. Ja. Digga, wer ruft mich hier rauf? Junge! Mein Opfer, Dicker! Mach doch mal Würzburg an. Yo, Leute, Stiff! Are you listening? Stiff is back! Back in the bando! You know what I'm damn! Back am Start, mein Bro! Was denn? Ich komme von Afrika. So Leute, und ihr habt den Titel gelesen, diese Rapper müssen gestoppt werden. Also das Ding ist halt einfach so, nach unserem Deutsch-Rap-Shit und hast du nicht gesehen, werden uns halt immer jetzt so Rapper geschickt, die wir uns ab und zu mal geben so. Wir sind auf einen Typen gestoßen, beziehungsweise auf ein Lied. Das ist krass. Das ist der neue Shit, Mann. Das ist der New Wave, Alter. The New Food Wave. Dann dachten wir uns, okay, wir machen gleich so ein Format draus. Deswegen schreibt mal in die Kommentare jetzt Cringe-Rapper aus der deutschen Region, auf die wir reacten sollen. Auf die reacten werden müssen, wahrscheinlich. Die gestoppt werden müssen, wo ihr euch wirklich sagt, nein. Okay, wollen wir nicht so rumquatschen und anfangen? Dann machen wir an jetzt. Okay, checkt die Beschreibung ab und folgt uns auf jeder Plattform. So, das Lied heißt Würzburg. Kennt ihr? Das ist schon mal, warte mal, das ist schon mal die krasse Stadt. In Deutschland, deswegen muss man über Würzburg einen Track machen. Also genau, das war so die Frage. Den muss man einfach Würzburg nennen. Weil ich meine, du hörst, denkst Würzburg, boah, was ist Berlin, Mann? Was ist Ruhrpott, Mann? Dicker Würzburg. Warte, komm mal hinter. Voll Uzi oder was? Okay, Würzburg ist schon mal am Start hier. Die Vocals, Digga. Diese Vocals. Bro, weißt du, wer mich gerade erinnert? Digga, diese Vocals. Ich war vorne da. Ich war vorne da. Der Marokkaner fragt, warum bist du denn da? Die haben alle Marokkaner, die haben gesagt, also, warum bist du denn da? Ich war einfach nur hier. Ich wohne hier. Ich wohne hier. Dann habe ich gesagt, ich wohne hier. Genau so, no way, man, ist so. Okay, was war los? Bro. Aber er gibt alles, man. Aber jetzt so for real über Würzburg so, ja? Ja, aber ja, er dachte sich bestimmt so, er kommt frisch von Eritrea. Also safe, er so, safe, safe. Erste Kunde, du kommst fresh in Deutschland. Tschüss. Würzburg ist my city. Oh. Er war so gehypt, dass er sich jetzt, er dachte sich, ich muss einen Track machen. Ich muss, Digga, das geht nicht anders. Ich bin zu gehypt auf Würzburg ist my fucking city. Scheiße. Nee, das riecht mich langsam auf hier, die Flüchtlinge. Die kommen her, ja. Die nehmen uns die Chartplätze weg. Die Chartplätze erst nehmen sie uns die Arbeit weg. Die jetzt Frauen, nehmen sie uns hier die Chart weg. Die Frauen nehmen uns da weg. Mit was soll denn das hier, Alter? Das kann halt viel Zeug, Alter. Denken kann hier über unsere Stadt noch Musik machen. Also, es reicht doch langsam mit den Flüchtlingen hier. Es reicht. Nehmt uns die Musik jetzt auch noch weg, die oder? Die Musik nehmen sie uns weg. Oh no, I bet you must know. Look at that home. Aber ich muss ehrlich sagen, ich schwöre, ich muss richtig ehrlich sagen, seine Vibes sind in Ordnung. Jeder aus dem Auto, was ist das für ein Auto überhaupt? Ey, Digga. Was ist mit den Freunden los, die da mit? Einer von denen muss doch sagen, Dicker, ich mach nicht mit, Bro, weil das ist wirklich scheiße. So. Auf den einfach, Dicker. Nein, Mann, die wollen alle klaut, Digga, die wollen alle klaut.
Scotty sich noch zu checken. So. Ja, Mann, wir sind in Würzburg, Bruder. So, guck, oh. Ey, Würzburg, Bruder. Wir haben sich geschafft, Mann. Würzburg, Mann. What's up, man? Man kann es das sein, dass der fast Dicke, wieder Camo trägt, Alter? Dicke, aber es macht Bobo. Was ist für ein K, Alter? Vintage-Shit. Okay. Okay, das sag mal zu. Was? Er hat durchgeflogen? War der jetzt durchgeredet? Er hat jetzt durchgeflogen. No way, Bro, bitte nicht! Bitte nicht, Bro! No. Bro, this shit is heat, Digga! This shit is lit, Digga! Ey, please, Bro, please! Ey, der Nigga crazy! Ey, Scheiße, es ist wirklich so. Das Video ist 4 Wochen alt. Digga. Ja? Der kam nach Würzburg, Digga. War eine Woche dort, Digga. Nicht mal, Digga. Der hat wirklich einen kurzen Deutschkurs durchgecrashed. Und dann ging's los, die Karriere. Würzburg ist mein Leben. Würzburg ist mein Weil Leben. Weil er noch sagt, Würzburg ist mein Leben und ich liebe auch selbst mein Leben. Wegen ihm werden wir Nazis, Digga. Dicker. Wie heißt der? Alijas. Wegen dir, Mann. Wegen dir sind wir Nazi geworden, Mann. Du lebst doch dein Leben! Was sagt der? Die wollen doch mein Leben? Ich verstehe das nicht, Digga. Das Mumble-Rap des Todes, Digga. Das ist der Mumble-Shit, Bro. Das ist Mumble-Shit. Gar nichts, Mann. Dicker! Und die Turnout. Ey, da ist sogar ein White Boy am Start. Da dachte ich, okay, nee, wir brauchen noch einen White Boy. Selben Deutsche. Wir brauchen noch einen White Boy. Das International Shit bringen, das International Shit. Dicker! Aber die Hook, Dicker, die frisst mich, Dicker. Shit, Mann. Das ist richtig deeper Shit. Das geht mir wirklich tief rein, Bro. Ich hab jetzt richtig Bock auf Halle ist mein City. Ey, lass mal auch. Lass mal nach Würzburg, Digga. Lass mal ein Lied für Halle machen. Lass mal jetzt ein Lied für Halle machen auch. Halle ist mein City. Halle ist mein Leben. Ich liebe auch mein Leben. Halle ist mein Leben. Ich liebe auch mein Leben. Sie wollen kommen und nehmen unser Leben. Oh fuck, okay Leute. Ey, an die uns das geschickt haben, ihr seid mies, Mann. Ihr seid echt mies. Ich werde, ihr kommt so aus Würzburg und dachte, Jungs, ihr müsst euch das. Supportet eure Stadt, Mann. Nein, eigentlich ist das ist Rufmord, Digga. Dieser Rapper muss gestoppt werden. Er muss! Für uns alle, Mann. Stop that shit, Bro. Stop that shit, Bro. I'm not playing, man. Stop it, man. Ich war vorne da. Mhm. Der Marokkaner fragt, warum bist du denn da? Ich wohne hier. Dann Tadaim! Ei! Schreibt auf jeden Fall Rapper in die Kommentare, auf die wir reacten sollen. Ihr wisst Bescheid. Und wir sind mindestens genauso cringe, das braucht ihr uns nicht erzählen. Das wissen wir. Wir haben wenigstens einen deutschen Pass. Okay, ciao.